Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Style Boutique 3. Es ist noch Tag? Wann habe ich denn aufgehört? Da ist was im Park los. Gehen wir mal im Park gucken. Demnächst soll es wohl eine zweite Staffel von Flucht im Pazifik geben. Ja, endlich! Darauf warte ich schon ewig. In dieser Staffel können die Meerjungfrauen wohl auch fliegen. Durch eine Mutation der Erbanlagen sind ihnen Flügel gewachsen, ach du. Nichts verraten, das ist ja der Wahnsinn. Das muss ich mir unbedingt selbst ansehen. Ich frage mich, ob sie es in dieser Staffel schaffen, die Meerjungfrauen endgültig auszurotten. Auf jeden Fall werden sie wieder eine brandneue Waffe einsetzen. Denkst du das nicht auch? Ja, aber was? Wirklich was? Sowas wie die Harpune des Traktor zum Beispiel. Klingt gut. Dann heißt dieses Boot ab sofort Harpune von Traktor. Ich bin so gespannt auf die zweite Staffel. Oh. Übrigens mal was ganz anderes. Es gibt ja dieses Spiel, auf das ich im Moment voll abfahre. Es heißt Kampf der Weltraumritter. Was? Du spielst das, Melvin? Ich hab's mal ausprobiert, nachdem ich eine Werbeanzeige mit Lydia Tron gesehen habe. Kennst du die? Was? Fällt mir jetzt erst auf, aber Lydia Tron klingt ja so, als würde sie in Wirklichkeit vielleicht auch Lydia heißen. Komischer Zufall, oder? Also die hellsten sind sie jetzt nicht, ne? Und irgendwie sieht sie dir auch ziemlich ähnlich. Sie hat auch einen Song rausgebracht. Kennst du den? Er ist ziemlich stark. Willst du ihn mal hören? Lass laufen. Jetzt geht's ab. Das wäre echt cool, wenn sie so einen Soundtrack zu dem Spiel rausbringen würden. Machen ja viele. Gehen jetzt einfach weiter. Was meinst du? Toll, oder? In letzter Zeit höre ich nichts anderes mehr. Danke, Melvin. Hä? Wofür? Nein, ich meine, merke auf! Ich war es, der dieses Musikstück komponiert hat. Was? Unmöglich. Ich sehe einen Hauch von Zweifeln in deinem Gesicht, mein Herr. Aber das stört mich nicht. Okay. Komm schon, Lydia, gehen wir. Ja. Tja, war wohl nichts. Nanu, ist das nicht Lydia Golding? Aber sie trägt ja eine Brille. Jetzt müsste ich dich doch mal fragen, Jon. Wann bekommen wir denn nun das Lied, das wir in Auftrag gegeben haben? Ach, also heute Abend wollte ich eigentlich. Heute Abend also, ja? Super, danke. Wäre es ja schlimm, wenn wir den Falschen dafür engagiert hätten. Nein, nein, heute Abend schon mal nicht, meine ich. Es passt irgendwie schlecht, also morgen könnte ich vielleicht. Dann morgen, auch gut. Nur ganz grob gesagt, ja? Hundertprozentig kann ich es Ihnen leider nicht versprechen. So, so, dann mach mal eine Ansage. Was denn nun? Das ist ja das Problem mit der Inspiration. Solche Versprechen kann man gar nicht machen. Es liegt in den Schicksalshänden. Ja, na dann. Läuft bei dir. Lydia, ach, das könnte gewiss. Ah, halt, stopp! Jetzt zählt mal eins, die Musik. Ach, wenn mir nur eine Melodie einfiele. Ach, und weh. Wer bist du denn? Der Baguettemeister. Wieso lässt sich mein Erfolg beim Verkauf von Brot nicht in Erfolg beim Verkauf von Gemälden übertragen? Ach, vielleicht sollte ich ein Gemälde vom Brot anfertigen. Dann würden die Käufe sich anziehen. Meine Gemälde wären sicher Stadtgebäck. Oui? C'est ça? Ach, scheiße, das ist ja der Franzose, ne? Mein nächstes Gebilde wird ein Stillleben von mit Backwaren. Aber was, wenn es genau andersrum funktioniert und mein Brot sich dann auch nicht mehr verkauft? Oh, Problem. Ja, ein paar Probleme. Habe ich irgendwas heute vor? Ich weiß das gar nicht. Ja, voll reingeschmissen hier. Dann lass mal in unsere Boutique mal ein bisschen Geld machen. So, da. Apropos, wollen wir nicht erst bei dir? Gut, dann fangen wir jetzt wieder hier damit an. Voll gut. Talula, Greta. Die Greta. Momentchen mal, haben Sie etwa dieses Outfit hier zusammengestellt? Das ist super niedlich. Ich liebe es. Daran würde ich bestimmt zuckersüß aussehen. Jede Wette. Oh.
Das muss ich ganz einfach haben. Vorher würde ich es aber ganz gern kurz hineinschlüpfen, wenn es recht ist. Tu dir keinen Zwang an. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Gut, ich nehme das komplette Outfit. Ich kann es immer noch kaum glauben, sonst sind es ja meist nur Stars, die ganze Outfits mal so eben bei im Vorbeigehen kaufen. Eins muss man ihnen lassen, sie verstehen ihr Handwerk. Ich freue mich schon auf das nächste Outfit im Schaufenster. Ja. Krasse Sache. Glaube ich. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Oh, wir sind schon Styling-Rang 30. Gott, wie schnell die Zeit verfliegt. Ich kriege ja nichts mehr mit. Hatten wir nicht noch eine neue Marke bekommen? Ich bin noch der Meinung, wir hatten im letzten so ein bisschen hier Dings bekommen. Oder passt das andere besser? Nee. Dann nehmen wir den. Ich mag irgendwie die Ohren nicht, ich finde die voll niedlich. Braucht sie nicht, braucht sie nicht. Was, dafür gibt es keine extra Pose? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Das passt auch vorne und hinten nicht. Wir lassen uns dabei erstmal. Ach man, das passt vorne und hinten nicht. Das passt mir nicht. Alles ausheben. Suchen. Ich will schon was mit der neuen Marke machen. Denn halt kein Kleid. Vielleicht wäre es denn sowas besser. Gott, wie viele Sachen habe ich denn gekauft von denen? So, machen wir mal ganz entspannt. Das sieht doch schon besser aus. Die Schüchchen braucht man noch. Ja, kann man so lassen. Super. Claudia. Der Typ ist. Ja, Claudia, was kann ich für dich tun? Hallihallo, schön, wenn man sich nach so langer Zeit wieder sieht, oder? Ich brauche ein paar Socken. Barfuß gehe ich gar nicht gerne. Und sie verschleißen einfach so schnell. Ja. Was die Farbe angeht, sollte schwarz gut passen. Könnten Sie mir ein paar schwarze Socken heraussuchen, Maka? Null Probleme, wir haben bestimmt irgendwo schwarze Socken. Farbe? Schwarz. Typ. Stulpen, Leggings, Strumpf, Socken. Okay. Bitteschön. Bei so viel Überzeugung muss ich sie ja anprobieren gehen. Tu dir keinen Zwang an. Aber ich weiß nicht, ob ich das so cool finden soll. Dass du so einfach mal so die Socken so anziehst. Aber okay. Eine ausgezeichnete Empfehlung. Da muss ich mich aber anstrengen, wenn ich mit dem hier versammelten Stil bewusst mithalten will. Ja, belassen wir es dabei. Die gefallen mir gut. Ein tolles Design. Vielleicht wird das sogar mein neues Lieblingspaar. Sie haben mir wirklich sehr geholfen, Maika. Dankeschön. Du. Liest jeden Tag im Zug zur Arbeit Bücher. Gucken, es ist abends. Vielleicht ist da noch irgendwas im... Nee, da bist nur du. Dann wurde mir auch empfohlen, nochmal bei der Talentagentur nachzugucken. Ach, Gottchen. Und ich kann es noch perfekter machen. Perfektissimo. Ich kann die Musik genauso formen, wie sie sie benötigen. Das haben sie schon letzte Woche gesagt. Alles, was ich wissen muss, ist, dass sie tatsächlich daran arbeiten. Aber natürlich, natürlich tue ich das.
Sie wollen mir doch nicht unterstellen, dass ich meine Zeit vertändele, oder? Ich sage nur, dass ich sie im Park gesehen habe. Sie haben mit den Katzen gespielt. Natürlich habe ich das getan. Man muss schließlich Inspiration sammeln. Vielleicht haben sie schon mal davon gehört. Und dann sind sie auf der Bank eingenickt, umgeben von den Katzen. Ein Nickerchen? Keinesfalls. Ich komponiere, arbeite. Und das kann ich nun einmal nur mit geschlossenen Augen. Mit offenen Augen hätten sie vielleicht gemerkt, dass sie dem Termin für die Abgabe 3 Wochen hinterherhinken. Die Leute haben heutzutage einfach keinen Respekt mehr für Künstler. Bäh. Oh, Maika, ich habe sie gar nicht gesehen. Entschuldigen Sie den kleinen Disput. Er war unvermeidbar. Nee, zu dir wollte ich nicht. Ich wollte zu dir. Willkommen, Maika. Heute ist es ganz schön kalt, finden Sie nicht? Wärmen Sie sich doch hier für einen Moment auf. Ich werde Ihnen einen schönen heißen Tee bringen. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Isen hat mir von der Stylinggebühr erzählt, die Sie noch erhalten. So, hier ist der Beleg. Überprüfen Sie ihn bitte noch einmal, damit alles seine Richtigkeit hat. Ach krass, sie hat das echt gesammelt. Nee, Quatsch. Moment. Vielen Dank für alles. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hat die das jetzt gesammelt oder hat die das nicht gesammelt? Ich kriege doch das gleich ausgezahlt. Es tut mir leid, dass ich Ihnen so viele Umstände bereitet. Und ich kann leider nicht versprechen, dass es nicht wieder vorkommt. Daher entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Okay. Die Alte mag mich nicht. Guck nochmal ganz schnell in die Boutique rein. Vielleicht ist ja unsere Zaubermaus da. Debbie! Hi. Ach, wen haben wir denn da? Die Inhaber der Rubrik, des Klamottenlands, meine ich. Ich habe immer noch keinen Plan, ob ich mein Haarstudio hier oder in unserer Nachbarstadt eröffnen soll. Ich war da schon 1 Million Mal. Schau mal, die Ohrringe hier. Die habe ich dort in einem kleinen Laden gefunden. Sie gefallen mir wirklich. Aber ich frage mich, kannst du mir ein paar Ohrringe finden, die noch besser zu mir passen? Natürlich gibt es eine mystische Verbindung zwischen Ohrring und der eigenen Frisur. Und Ohrringe sind mir persönlich wichtig. Mit diesem Wissen im Hinterkopf. Kannst du ein paar Ohrringe heraussuchen, die zu meiner Frisur passen? Vielleicht hilft mir das bei der Entscheidung, wo ich meinen Laden eröffne. Oh, das hättest du nicht hören sollen. Ich meine, ich habe nichts gesagt. Kein Problem. Will die mich verarschen? Was hat die denn für einen Style? Ja. Das ist es. Ich habe keine Ahnung. Ja, die sehen super aus. Die muss ich sofort ausprobieren. Es hat funktioniert. Ich habe gut geraten. Ich habe gedacht, der Pullover sieht halt so ein bisschen ethnomäßig aus. Probier was damit. Ich wusste ja nicht, welchen Stil die hat, die Frau. Deine Empfehlungen sind echt nicht zu überbieten. Weißt du? Sowas in der Richtung habe ich schon eine lange Zeit gesucht. Jetzt sag mir, dass du endlich deinen verdammten Laden hier aufmachst. Die Ohrringe sind bonfortionös? Ach du Gott. Die gefallen mir sogar noch mehr als das andere Paar. Du bist schon ein echtes Wunder. Ich kann es gar nicht glauben, aber du hast die perfekten Ohrringe für mich gefunden. Und wie du sie gefunden hast, so verschlossen. Ich meine, entschlossen. Ich war seit Ewigkeiten nicht in der Stadt und jetzt bin ich schockiert, wie sehr sie sich verändert hat. Sie ist viel eleganter als bei meinem letzten Besuch. Könnte es daran liegen, dass... Nein, ich kenne den Grund. Alle sind so modisch adrett gekleidet, weil... Naja, weil du hier bist. Und weil du einen sechsten Sinn für tolle Outfits hast. Das bedeutet, dass... Was ist? Alles gut, klar. Die Entscheidung ist gefallen. Ich werde mein Haarstudio hier eröffnen, nicht direkt in deiner Boutique, aber zumindest hier in der Stadt. Solange du hier bist, ist das der wichtige Ort. Ich meine, der richtige Ort. Ich will meinen Teil zur Stilhaftigkeit dieser Stadt beitragen. Ja! Ich will sehen, wie die Stadt wächst. Das ist total aufregend. Ich denke, in Zukunft sehen wir uns noch viel öfter. Ah! Oh. Na, endlich! Ach! Na, endlich! Komm mal sehen. Oh. Ihr glaubt mir gar nicht, wie das mir gerade abgeht, ey. Ab in meine Wohnung. Ich möchte, und zwar einmal zu dem... Boah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Designmarkt? Nein, doch. Designmarkt, glaube ich, ne? Shop Navi?
Ja. Weil mir eine Zuschauerin geschrieben hat, dass sie ein... Genau, sie hat ein T-Shirt von mir gekauft, das Mario-T-Shirt. Gucken. Außerdem habe ich auch ein... Hat mir jemand, also eine Zuschauerin, auch ihre Händlernummer reingeschrieben. Da habe ich gedacht, da gucken wir doch mal rein. Früher oder später. Das sind voll die krassen Outfits. Wer macht das? Was bist du? Nee, nicht für 2000 Euro. Schätze. Wie machen die das mit 4 Artikeln? Ich will auch mit 4 Artikeln. Ich weiß nicht, ich finde es schon irgendwie krass. Ah, wieso kann die so eine Klamotten machen? Kauf mal einmal. Speichervorgang. Dankeschön. Wahrscheinlich muss ich einfach mehr entwerfen. Das kann natürlich auch sein. Händlernummer eingeben. Okay. Also. 3, 4, 0. 1, 0, 7, 6. Falls ihr möchtet, dass ich auch mal bei euch reinschaue, könnt ihr das mir ganz gerne in die Kommentare schreiben und natürlich auch die Händlernummer reinschreiben. Dann finde ich euch. Mal gucken, was die liebe. Ja, die so schön ist. Hat 3 Artikel für 1000. Gott, ist das bunt! Mini-Kleid, Stiefel und Rundtasche. Ja, kaufen wir mal. Sofern ihr das jetzt nicht so extrem teuer macht, kaufe ich das auch ganz gerne von euch, wenn ihr möchtet. Und dann trage ich das auch. Okay. Nee, zurück. Meine Seite. Was habe ich überhaupt im Angebot? Ich habe doch nur 2 Sachen oder so, ne? Dieses komische Kleid und... Genau, die 3 Artikel hier. Santa Barbara. Und das von Mario, was ich hier einfach mal so geändert habe. Das hat schon 3 gekriegt. Das erst 1. Ist egal. Dann würde ich mal sagen, dann ziehen wir doch das von der Yadi doch gleich mal an. Jetzt muss ich gucken. Ziehe ich das hier hin? Nee, das ist das. Kleiderschrank. Wo haben wir es denn? Das ist neu? Gott, was ich mir mal so für einen Kram gekauft habe. Krass. Da. Kommen die denn alle her? Nee, Quatsch, ich muss umgucken, ne? Das sind die falschen. Das. Und dann die Rundtasche hatte sie noch, ne? Wo ist sie denn? Da. Tada! Jetzt laufe ich in einem exquisiten Design von der Yali rum. Aha. Tasche. Was ist das? Artikel. Also ich hoffe, man kann halt noch so ein bisschen, weil die anderen haben irgendwie viel coolere Sachen. Beziehungsweise konnten irgendwie viel mehr machen, oder bin ich einfach nur so extrem unkreativ? Nein, ich will das mit den Eiern. Halt zurück. Bin ich bescheuert? Ich muss ja vielleicht auch mal die Farbe auswählen, Leute. Ja, komm nochmal. Ich hab's jetzt irgendwie voll verrafft, hier das mit der Farbe zu machen. Okay, Hintergrund hätte ich ganz gern weiß. Das zweite. Ich kenne so in so ein Grün. Und das dritte. Nee, komm. So einen fetten Blau. Der, ich weiß, der ist nicht blau. Ich habe aber einen blauen Yoshi. Lieber ohne Emblem. Sieht irgendwie besser aus, glaube ich. Yoshi. Weil ich würde ganz gerne jetzt irgendwie noch eine Hose oder so dazu machen. Das wäre schon echt geil. Yoshi. Ja. Ich meine, so an die Kleider können wir jetzt auch nicht so viel machen.
Ich finde ja das immer noch so schön. Aber ich mag die Muster einfach nicht. Das ist so bäh. Prinzessin einfach. Weil das finde ich schon wieder so extrem übertrieben, manche Sachen. Das ist so, Aber so gestreift ist auch kacke. Boah, kriegst du Augenkrebs. Ich nenne das jetzt auch Augenkrebs. Augenkrebs. Bitte. So, kann ich das jetzt irgendwie... Ah, nee, das machen wir jetzt noch nicht weit hochladen. Da müssen wir ja noch Dings machen. Die Schuhe für Augenkrebs brauchen wir noch. Hier. Nein. So. Nee, machen wir lieber das erste schwarz und das andere weiß. Augenkrebs. Wenn... Hab ich jetzt? Okay. Was braucht man noch zum Outfit? Die Tasche, ne? Was nehmen wir denn da für eine Tasche? Die finde ich besser. Natürlich so. Einmal voll im gestreiften. Ich weiß, das ist eine Sporttasche, aber was soll's. Ich mag die lieber als diese kleinen runden Taschen. Da muss halt auch ein. Es muss halt für mich auch in eine Tasche auch was reinpassen, halt, ne? Ich kann nicht einfach sagen, hier, jetzt mach mal. Was ist mit mir los? So, jetzt wollte ich nochmal auf den Designmarkt. Ich muss das ja irgendwie hochladen, glaube ich, ne? Ja. Ja, dass das immer so lange dauert, das tut mir ein bisschen leid für euch. Aber wir haben trotzdem heute schon was geschafft. Artikel posten. Das mit der Dings. Und Dings. Von Maika. Wie viel sollen wir dafür nehmen? Ich habe keine Ahnung. Wie viel habe ich denn bei meinem letzten Kleid? Machen wir meine Seite. Dürften jetzt ja nur 3 sein, ne? Ah, hier habe ich 550 genommen, okay. Das wird sich garantiert nicht verkaufen. Artikel posten. Komm, das T-Shirt machen wir noch. Den Yashi. Yashi. Weil das ein Marken-T-Shirt ist. 150. Weil ist ja Marke, ne? Also, bitte. Es ist ja ein Original-Yoshi-T-Shirt. So, dann gehen wir jetzt auf Pen. Genau. Obwohl, ich will ganz kurz nochmal bei Shop-Navi. Und zwar will ich ausprobieren, ob man die Händlernummer von der Yadi auch da einsetzen kann. Das wäre ja schon echt cool. Ah. Händlernummer suchen. 1, 2, 3. Das war das 7-6, ne? Gucken, ob es funktioniert. Eigentlich müsste es ja. Also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 2 verschiedene Händlernummern kriegt, oder? Das wäre ein Ding. Ah, doch, es funktioniert. Kann ich mir die auch mal so angucken?
Lass dich mal angucken. Oh. Ja, die sieht aber hübsch aus. Ja, komm. Was hat sie denn so? Moment. Jetzt bin ich auf Hallo gegangen. Ah, ein Traum in Rosa. Einkaufen. Boah, ich kann sogar bei ihr einkaufen. Ah ja, stimmt ja. Das finde ich hübsch. Mensch, ja, die hat aber einen guten Geschmack hier. Und hat mich gleich abgezogen. Ich weiß ja nicht, Yadi. Was habe ich gleich angezogen? Hübsch. Totale. Sie ist schon 37. Mhm, meine Boutique. Hübsch. Moment. Nee, ne? Ah, okay. Shop. Katalog. Katalog hatte ich, glaube ich, noch keiner angeguckt. Ich glaube, den hatte ich bearbeitet, oder? Ich bin der Meinung, ich hätte ihn bearbeitet. Ja, habe ich. Okay. Gut. Habe ich das jetzt von der Yadi an oder habe ich das andere an? Was habe ich an? Oh. Jetzt habe ich das Outfit an. Ist egal. Geh mal schlafen. Ist ja auch egal. Ah, das Haarstudio wird endlich eröffnet. Schön. Wir haben schon den 13.01. Ich habe eine Nachricht. Haarstudio eröffnet. Ja, ich bin gleich da. Kein Ding. Ich bin sofort da. Ich bin gleich bei dir. Ich möchte aber ganz gerne nochmal was machen. Die nicht Kontakte. Hintergrund. Wo kann ich das nochmal meinen Dings bearbeiten? Mein Styling-Rang und so. Das war aber nicht der Hintergrund. Anleitung teilen. Erfolge. Ach, hier konnte ich das, ne? Maniküremeisterin. Ich hätte ganz gerne jetzt die Design-Diva. Schön. Da speichern wir mal ganz schnell ab, den Erfolg. Wie wir jetzt gleich in den Friseurladen gehen, das seht ihr im nächsten Part. Es tut mir echt leid, aber der Part ist leider schon zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Part, dann ändern wir endlich unsere Frisur. Oh, ich freue mich so drauf. Auf Wiedersehen, bis dann und bye bye.